Slatko, jetzt wird's aber richtig heftig. Und ich sag, hör auf damit, sonst kann ich auch anders werden. Das lasse ich mir wirklich nicht nachsagen. Tut mir leid. Diese Woche habt ihr die Aufgabe, ein Feuer anzuzünden, das die gesamte Woche ununterbrochen brennen soll. Damit ihr eure Kreativität freien Lauf lassen könnt, dürft ihr zusätzlich ein Schachspiel bauen. Sonst haben wir nichts zu tun. Der Bau des Schachspiels dient nur der Unterhaltung und ist somit für, für das Wochenbestehen nicht ausschlaggebend. Verstehst du? Für das Feuer. Ein Anzünder mit Reibefläche, eine Handvoll Stroh, ein Feuerkorb, eine Handschaufel, einmal Metalleimer, 4 Kubikmeter Holz. Wie viel ist das, 4 Kubikmeter? Ist schon ganz schön. 4 Kubikmeter mal Meter mal Meter. Das ist ein Kubikmeter. Ist das viel. Ist eine Menge Holz. Ein Fuchsschwanz. Für das denn, sind wir Manta-Fahrer oder wie? Zwei Sägeblöcke. So schwanz ist eine Säge. Wusste ich auch nicht. Super. Okay, das Holz. Das Holz wird am Montag, den 3. April, mit einer Hebebühne in den Garten gehoben. Super. Dann müsst ihr die Spannbänder lösen und unverzüglich das Holz von der Hebebühne rollen. Machen wir alleine an der Wand, ne? Beide. Mit Jonah. Tragt dabei bitte die Arbeitshandschuhe. Alle Bewohner müssen sich am Tage des Holzes müssen sich am Tragen des Holzes beteiligen. Danach wird die Hebebühne wieder angehoben. Tschüss. Zieh doch mal deine Brille an. Nein, egal. Bei jeder Bewegung der Hebebühne müssen sich alle Bewohner inklusive der Katze im Haus befinden. Also beim Reinheben und Rausheben. Aber die Hühner nicht, ne? Nee, die Hühner müssen im Hühnerstall gesperrt sein. Alles gibt's der Kerstin, wir haben bloß 15 Minuten Zeit. Die Hühner müssen im Hühnerstall gesperrt sein. Ja. Die Gruppierung für die Feuerwachen entnehmt ihr bitte der entsprechenden Liste. Die sind eingeteilt. Soll ich euch mal vorlesen, wann wer mit wem zusammen ist? Ja, mach mal. Ach, das. Also, Montag 17 Uhr, Jürgen, Kerstin. Ich lese gerade vor, 14, wer mit wem 14, wann. 17 Uhr, ja. Da haben wir ja eine kurze Schicht erstmal. Drei Stunden. Dann Montag 17 bis 1 Uhr nachts, Manuela und John. Also ich bin der Meinung, dass wir schaffen. Ja. Ja, ich auch. Sollte außer wenn irgendwie das draußen ist. Mit Schicht geht aber 40% weniger, ist auch egal. Ja, das ist mir auch mittlerweile egal. Ja. Für 40. Ja, halt, alles klar. Das ist ja cool, wenn ich das mit dem Schach. Ich auch. Das macht bestimmt Spaß, Steine zu bearbeiten und so. Oh, da freue ich mich auch sehr drauf. Aber die Aufgabe finde ich sehr schön. Oh, das kann man nämlich nebenbei noch schön machen. Da sitzt am Feuer und kannst schön die Schachblätter machen. Richtig. Ach, da kann man sich Geschichten vorlesen. Ja, schön ist das schon. Jonah muss ich mir manchmal auf die Zunge beißen und denkt ja immer, oh, der kannst du nicht so bringen, dann ist er gleich wieder den Fenster. Das war gar nicht so verkehrt, die ist ein bisschen krawallig, weißt du, die möchte ein bisschen dich durchsetzen, aber die, weißt du, so wie... Ja, wegen dem Mikro meinte ich, weißt du, überall so. Die kann ziemlich krawallig werden für einen Moment. Ja. Ne? Ja, einfach nur, um sich mal eben zu behaupten oder auf diese Art behaupten zu wollen. Ich meine, dass sie sich damit nicht behauptet, das hat sie noch nicht verstanden, aber... So, das ist so, ja, sie versucht sich hier eben... Also sie hat zum größten Teil, weil sie sich selber einreden tut, das Gefühl, dass sie wirklich die Kleine ist. Und sich aber auf die gleiche Stufe wie alle anderen bringen will und nicht versteht, dass sie das von vornherein ist, damit sie sich nur mit so einer Aktion eben nach unten katapultiert, weil die halt von Unreife zeugen. Und finde ich, nur die Dinger ziehen sie ja richtig runter. Wenn sie ihren sentimental macht und künstlerischen, dann ist das völlig in Ordnung. Kommt sie für mich genauso selbstbewusst rüber. Und nur durch so eine Aktion, wo sie versucht und das völlig nein. Dadurch zeigt sich für mich bei ihr erst diese Unreife. Und die macht sie für mich eigentlich eher so clean. Ich freue mich auf die 8 Stunden mit ihr in der Nacht. Ich finde aber, hier ist es total harmonisch unter den Frauen, ja? Ja. Ausnahmsweise mal. Normalerweise giften die sich bei jedem Mist irgendwann an. Also bei meiner Freundin an sich, also
sagt doch jeder, uns hat ja damals nie in eine längere Beziehung zugetraut. Mhm. Und jetzt sagen sie alle, Mensch, ihr habt so eine harmonische Beziehung, dass es, also wenn ihr ein bisschen berühmter werdet, dann werdet ihr das Traumpaar schlechthin. Weil bei uns einfach alles klappt, da wird über alles geredet, da wird das ganze Zusammenleben klappt. Sie hat einfach genug Verständnis für die Sache, so wie ich sie machen möchte. Ich habe genug für sie. Wir gehen aufeinander ein. Also wir haben, weiß ich nicht, wir haben uns noch nie groß gestritten oder sowas. Wir hatten kurz nach der Geburt hatten wir endlich mal so die ersten Zankereien gehabt, weil der echt im Stress gewesen ist, Tag und Nacht wach, weil der, wie gesagt, 4 Monate am Stück nur rumgequengelt hat. Und das war einfach mal diese, dass du mit der ganzen Situation halt noch nicht so klargekommen bist. Mhm. Und kennt einfach, ihr denn viele, die auch Kinder haben? Ja, die haben alle fast jetzt so Kinder gekriegt, aber cool. In dem Alter sind Altersunterschiede von einem halben Jahr so groß. Ja, klar. Da können die einfach nichts miteinander anfangen, auch wenn die nur ein paar Monate auseinanderhängen. Ja, klar. Weißt du? Mhm. Und da ist Kindergarten schon ganz toll. Und für meine Freundin ist es dann halt auch, dann hat sie mal spät 3 Stunden so für sich, wo sie dann halt irgendwas machen kann oder sich entspannen kann, weil der Kindergarten, da kannst du ja wirklich hinlaufen. Und da kann sie mal irgendwo hinfahren oder mal richtig mit einem Hund spazieren gehen, weil das Hund und Kind ist ja anscheinend stressig. Klar. Also das habe ich bei mir immer gesehen, wenn ich wirklich immer die einzige Bagage mitgenommen habe. Denn das, jetzt, wo er laufen kann, geht das ja schon. Aber wenn du dann, muss es erst ein Kinderwagen, dann war es kalt. Denn ihr den angezogen hast, was er alles anziehen muss. Und dann den Hund an der Leine und das und jenes. Und oh, nee. Das ist echt Stress, wa? Ja. Das ist richtig stressig so. Mhm. Ich habe meine ganze Woche am Stück mit durchgemacht, wo meine Freundin krank war und überhaupt nichts machen konnte. Da musste ich dann alles. Da musste ich den Kleinen halt auch mitnehmen und so, weil ich den nicht zu Hause lassen konnte. War richtig stressig. Also das frühes Aufstehen und dann erstmal alles machen, bevor du irgendwann zukommst, für dich selber was zu machen. Mhm. Und das ist auch das, was ich da sehr, sehr hoch anerkenne, weil die richtige Arbeit, die hat sie zu Hause. Mhm. Also ich habe geträumt, ich wollte eine Kopie von meinem Bild, weil ich wusste, dass ich das Bild abgeben muss und hätte das in die Schleuse gelegt, damit ihr eine Kopie machen könnt. Und das habt ihr dann auch gemacht und dann habt ihr mich reingerufen und dann stand da einer mit dem Bild in der Hand, der mir das überreichen wollte und hat dann ganz unbedacht das Bild geknickt, also so gefaltet, dass so ein Riesenknick in der Mitte war. Und dann bin ich ausgerastet und habe ihm eine leere Glasflasche in den Mund geknallt, sodass er voller Blut war. Aber es hat mich immer noch nicht... Also ich habe immer noch nicht genug Dampf abgelassen und bin dann irgendwo dahinter gegangen, habe die Vorhänge alle runtergerissen, habe alles zerstört. Und dann war eine Versteigerung von dem Bild. Und ich stand irgendwo in der Ecke, keiner hat mich erkannt. Und ich war auch unwichtig. Dann in der Versteigerung? Da hat es dann irgendjemand gekauft, irgend so ein alter Mann. Und ich war mir auch sicher, dass er das Bild geschätzt hat. Aber ich musste so weinen. Nein, ich hänge ja selber so sehr da dran. Später hat sich Jonah wieder beruhigt. Die Bewohner stellen erstmals der Öffentlichkeit ihren Song vor. Was machst du da? So. Das nicht. Jetzt! Jetzt!
Floride gibt sich gern sauber und rein. Mancher Ton von ihm ist aber gar nicht so fein. Man schüttelt ihn laut so. Mancher Mann steht auf ihren süßen Po. Irgendwer muss hier beim Essen für drei. Nur die Arbeit dafür lässt der Faulenzer sein. Andrea, die Quack und die Bude hier voll. Das finden selbst Rover hier gar nicht so toll. Big, Big Brother. Big Brother. Und jetzt alle! Big, Big Brother! Big Brother is okay! Big, Big Brother! We'll stay all the way! Für Alex ist Sex und sonst nichts auf der Welt. Für all seine Exen bleibt er doch der Held. Kerstin liest Shakespeare und schauspielert gern. Doch wenn Alex sie begleitet, bleibt sie lieber fern. Big, Big Brother. Big Brother is okay. Big, Big Brother. Der Videoclip zum Song. Nächsten Sonntag in Big Brother, der Talk.